Es ist sein letzter Film. Nach über 40 Jahren Karriere mit vielen Preisen. Die Rede ist von Norbert Wittmer. Er ist wohnhaft in Lies und sein letzter Film heisst «Bratsch, ein Dorf macht Schule». Grüß dich, Herr Wittmer. Merci, dass wir mich im Studio begrüßen können. Jetzt «Bratsch, ein Dorf macht Schule» ist ein Dokumentarfilm, der eine Schule zeigt in einem kleinen Walliser Dorf oberhalb von Gampel. Und in dieser Schule geht es eigentlich darum, nicht Schule zu geben wie im klassischen Schulsystem. Seid ihr eine Art Gegner vom klassischen Schulsystem? Nein, das bin ich eigentlich nicht. Also ich wollte nicht einen Film machen, der irgendwie so ein Modell zeigen soll, wie es eigentlich müsste sein. Ich bin ursprünglich selber Lehrer, habe nicht unbedingt eine glückliche Schule, also nicht als Lehrer, aber nicht unbedingt eine glückliche Schulzeit gehabt. Ich war einfach genug schlau gewesen, und genug Grips hatte, als ich mehr oder weniger problemlos zur Schule bekam. Ähnlich wie der Damian Gsponer das im Film auch erzählt, wie es ihn betrifft. Und er hat aus dem aus seinem Weg seine Konsequenzen gezogen. Ich bin hier Filmer geworden. Und mir ist es einfach darum gegangen, irgendwo einen Kreis zu schliessen. Und etwas noch zur Schulsituation heute, die ja sehr in Diskussion ist. Wir werden jetzt in den nächsten Jahren erleben, da wird sehr viel jetzt laufen, was ist möglich und so weiter. Und mir ist natürlich darum gegangen, eine Schule zu zeigen. Und vor allem eine Schule, wo ich von Anfang an dabei war, wie sich das entwickelt, wo einfach anders funktioniert. Es geht um das. Es geht nicht darum, dass das modellhaft sein soll oder so. Ich bin ein Geschichtenerzähler. Meine Firma heisst Biograffilm. Ich habe gerne Leute und ich habe gerne Geschichten. Im Zusammenhang von dem her ist das eigentlich mein Antrieb gewesen. Klar, mit dem pädagogischen Background, aber der war für mich nicht wichtig gewesen, eigentlich. Es ist immer gäbig im Nachhinein, kann man dann sagen, ein Kreis schließt sich. Und es ist sicher aber ein grosses Thema, das eigentlich viele Leute beschäftigt, auch die Kinder haben, mit dem klassischen Schulsystem oder anderes Schule geben. Und für das schauen wir jetzt kurz in den Trailer, in einen Teil rein vom Trailer von «Bratsch, ein Dorf macht Schule» von Norbert Wittmer. 29. Was macht die Schule so klassisch uns? Noten, Fächer, Unterricht, das ist etwas, was wir hier in dieser Schule nicht werden machen. Wir verlassen dann nur mal am manchem Tag. Also ich esse 250 Gramm Fleisch am Tag. Und wir gehen immer von der Praxis in die Theorie. Und das Gleiche machen wir auch bei den Kindern. Wir gehen nicht vom Bildungsplan aus, sondern vom Kind. Am Mittwoch ist die letzte Lektion vom E-Banking. Also, Google schreibt man mit O. Wir haben jetzt gerade einen Ausschnitt gesehen von «Bratsch, ein Dorf macht Schule», einen Ausschnitt vom Trailer. Ein ganz kleines Dorf im Wallis, ihr wohnt in Lies. Wie kommt man überhaupt drauf, dort in die Schule zu filmen? Wie ist das, die Idee entstanden? Ja, wie noch viel bei meinen Filmen, ist das meistens ein Zufall oder Zufall. Einfach, es gibt so wie ein Key-Moment, wo ich nachher dranbleibe. Also ich habe vorher, 3 Jahre vorher, einen Film schon angefangen in einer völlig alternativen Schule, also die effektiv ohne Unterricht funktioniert. Und das musste ich abbrechen, weil es ist ziemlich schnell klar war, dass das nicht funktioniert zwischen der Schulleiterin und mir. Also abbrochen hat sie, aber ich hatte keine andere Wahl gehabt. Und dann ist das dümpeltes Thema. Und dann, ich höre viel «Echo der Zeit» am Abend, und das Regionaljournal vorher. Und dann kommt da Walliser, das ist Silvia Graber, mit einem Bericht von einer Schule, die demnächst im Sommer aufgehen soll. Und das war bei mir so der Moment wieder, wo ich sagte, so, jetzt. Dann habe ich mit ihr Kontakt aufgenommen und ziemlich schnell nachher mit dem Schulleiter, mit dem Damian Gsponer. Und wir waren uns einfach sympathisch gewesen und man hat sich wohl gefühlt. Dann habe ich mich entschieden, okay, wir legen los, vom ersten Schultag an. Und Damian Gsponer, der Schulleiter, ist
wie man sieht, auch sehr schnell auch motiviert gewesen, oder? Dass ihr auch filmen durftet. Wie war es bei den Eltern? Es ist immer schwierig, oder? Wenn Kinder gefilmt werden oder so. Wie war dort die Resonanz gewesen, dass plötzlich ein Dokumentarfilm soll gemacht werden? Also der Damian Gsponer hat die Aufgabe, weil er ja die Eltern schon kennt hat, oder? Von diesen 17 Kindern, die er angefangen hat. Hat die Aufgabe übernommen, die Eltern zu informieren und die Einwilligung zu holen. Aber ich muss dazu sagen, das ist eigentlich nichts wert, oder? Weil Dokumentarfilm unterliegt dem Persönlichkeitsrecht. Und das wissen sehr wenige, die Dokumentarfilm machen, als man auf dünnem Eis läuft. Und das hat dann etwas mit Vertrauen zu tun, dass man mit den Leuten, die man arbeitet, ein gutes Vertrauensverhältnis aufbaut, das, wenn man über längere Zeit dreht, auch immer wieder erneuert. Weil das ist das A und O. Ihr habt gedreht in der Schule von Bratsch von 2016 bis 2022. Also über eine sehr lange Periode habt ihr hauptsächlich eine Klasse verfolgt. Es hat keine Klasse gegeben. Ja, genau, es hat keine Klasse, sondern sie sind auch frei. Oder? Es geht darum, dass man eigentlich das lehrt, was man in diesem Moment auch interessiert daran ist. Oder? Für die Schülerin muss man sich so drei Arbeiten vorstellen, die so lange gehen. Habt ihr euch hier eingemietet, irgendwo auch in ein Häuschen dort oben? Oder ist alles ganz genau geplant? Wie gehen so drei Arbeiten, die über sechs Jahre stattfinden? Also zuerst wollte ich vielleicht den Faden aufnehmen wegen dem Ansatz. Weil mich hat Damian Gsponers Schulidee sehr gut zusammenfassen, wie es dir glaube ich, auch im Trailer schon drin hatte. Genau. Wir gehen von Praxis in Theorie. Und nicht, das ist der Unterschied zur klassischen Schule im Normalfall, wo theoretische Vorbereitungen macht und nachher geht man dann vielleicht etwas anschauen oder nimmt etwas in die Hand. Das ist das Entscheidende. Und von, ja, die Rede, das ist lustig, das war jetzt der Erste, wo sie, wir sind am Anfang, hat es im Schulhaus oben eine Lehrerwohnung, also wo zehn Jahre nicht benutzt wurde. Das Schulhaus hat die Gemeinde Gampel ja gehört, also die Gemeinde Bratsch. Und Bratsch ist nachher eingemeindet worden, oder das ist das Schulhaus entleert worden, oder sozusagen. Und für die ersten drei haben wir über die ersten zwei Jahre haben wir während dem Drehen in dieser Wohnung, also wir waren wirklich am Tator gewesen, so. Und dann sind mehr Schüler dazugekommen und dann hat der Damian Gsponer das Dachgeschoss abgebraucht. Und dann haben wir unten im Tal ein Hotel oder Bed and Breakfast. Und jetzt, Herr Wittmer, hat gesagt, das ist mein letzter Film. Nach 7 Berner Filmpreisen, nach dem Schweizer Filmpreis, nach Premiere auf der Piazza Grande in Locarno, Preise am Vision du Réel, einem der wichtigsten Dokumentarfilmfestivals auf der Welt. Der letzte Film, wie tut mich das so jetzt, zu sagen, das ist mein letzter Film, ist Filme machen nicht eine Sucht? Nein. ich gehöre nicht zu dieser Abteilung Filmemacher, die im Kino sind geboren wurden. Also, wenn ich eine Affinität zu Bildern und Geschichten erzählen habe, dann könnte ich es am ersten an meinem Götti, das war der Bruder von meinem Vater, der war der klassische Quartierfotograf mit dem Kodak-Würfel vor dem Ding. Ja. Und so. Und dort bin ich auch nicht wahnsinnig viel, aber doch immer regelmässig bei ihm. Das war ein sehr liebenswürdiger Mensch. Und der hat mich einfach in die Magie eingeführt. Oder? Ich durfte Bilder bedeln. Und jetzt hat er die Magie nicht mehr, oder? Ja, aber die Erinnerung an die Bilder, die ich dort entwickeln konnte, und dann vor allem, das war schon lustig, dann musste man nachher die Bütterrand schneiden. Oder? Eine Schneidmaschine mit dem Bütterrand und so. Das sitzt bei mir sehr tief. Oder? Ja. Als ich das natürlich dort erlebt habe, war nicht mein Wunsch, Filmemacher zu sein. Ich wollte auch Lehrer werden. Und zwar aus dem Grund, weil man mit 20 dann anständig verdient hat und ich weg von daheim wollte. Das war eigentlich der Grund. Und dann bin ich einfach reingerutscht. Was gibt es denn schon für Gründe, dass ihr aufgehört habt? Ihr habt auch das Schweizer Filmsystem kritisiert, ja, oder? Selbstverständlich. Ist das auch ein Mitgrund? Ich habe es mal genannt, die Schweizer Filmplanwirtschaft, oder? Ihr seid ja selber auch zum Teil in diesem Beruf tätig und ihr wisst, was das heisst. Oder? Und die ganze Administration, das ganze... Geldsuche ist das hauptsächliche Problem. Ich kann es auf das zusammenführen, als ich sage, ich mache mich einfach nicht mehr von Greenhörner irgendwie beurteilen. Es ist auch Psychohygiene. Neben meinem Alter, dass ich auch kaputte Knie habe und so. Und es ist nicht, dass der Film stinkt, aber es ist einfach Zeit, wie der Freund so gesagt hat, so. Dort noch die zwei Abfahrten, das sind meine wichtigsten. Und dann Schluss. Nachher, voilà.
Und jetzt ist Schluss und nur mehr ganz zwei Worte. Wir kommen fast ans Ende des Interviews. Was macht der Norbert Wittmer jetzt? Der Norbert Wittmer, wenn ich salopp halber muss Antwort geben muss, sage ich nach dem weltlichen Sprichwort «Je cultive mon jardin», «cultive mon jardin». Aber ich habe zwar einen, aber es ist nicht die riesige Leidenschaft. Nein, ich bleibe im Film insofern treu, als ich mit jungen Leuten auch gearbeitet habe. Zum Beispiel an diesem Film haben zwei Jüngere, der einen kennt man gut im Film arbeiten, das ist der Aaron Nick, der Charney Blues 2 hat gemacht, der hat den Film geschnitten. Und ich bin diesen zwei, die unter Trinipeaks ist die Firma sehr verbunden und wir mögen es. Und ich werde ihnen, wenn sie mich beratend wollen, werde ich dabei sein. Und dann kommt ja noch dazu, dass ich dann noch Geld bekommen, die ich nicht für mich persönlich brauchen kann. Also vielleicht als Produzent sogar? Das weiss ich noch nicht. Das vielleicht weiss ich Berater, mal schauen, wie es weitergeht mit dem Filmschaffen. Jedenfalls noch viele Pläne. Ja, merci vielmal, Norbert Wittmer, seid ihr hier bei uns im Studio. Merci euch. Schön. Das war es vom Norbert Wittmer, Filmemacher mit Wohnsitz aus Lies. «Bratsch, ein Dorf macht Schule» ist sein letzter Dokumentarfilm. Er ist im Moment in der ganzen Deutschschweiz, in den Kinos zu sehen. Merci fürs Zuschauen, ganz einen schönen Abend.